Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem letzten Live-Let's Play zu Crash Bandicoot 2 aus der Insane Trilogy. Das ist immer so ein langer Satz. Es ist schon ein bisschen her, dass wir das letzte Mal hier gedaddelt haben. Wir haben heute den 3.4.2020. Letzte Aufnahme war, glaube ich, aus letztem Jahr. Das hört sich auch ein bisschen schlimm an. Aber ich habe mir mal irgendwie ein kleines Päuschen gegönnt. Und ja, jetzt sind wir wieder hier. Im vierten Warp Room ist das, glaube ich. Und hier fehlt uns nur noch Beehaving mit allem drum und dran. Und dann dürfen wir auch schon den Boss machen. Ja, ich würde sagen, up geht it, ne? Rein da. Warum spiele ich mit Analogstick? Das ist ja schlimm. Alles ist ein Jahr her, ja. So, es ist schon auch schon Ewigkeiten her, dass ich das letzte Mal Crash gezockt habe. Ich habe schon gedacht, er wird mich jetzt direkt killen. Das wäre sehr traurig. Das ist auch sehr traurig. Ah, schön. So. Erstmal hier wieder klarkommen. Gab's hier den Edelstein? Okay. Ich muss mich erstmal jetzt hier wieder dran gewöhnen. Das ist. Was habe ich denn als letztes gezockt? Also so privat. Also ich habe. Wie heißt das Spiel? nicht Beyond Two Souls, Detroit Become Human habe ich gespielt. Da ist ja nicht so mit Steuerung, also nicht so extrem wie hier. Ja, toll. Doofe Fliege. Biene. So. Ja, das geht auch hier schon mal ganz gut. Und mit was habe ich noch angefangen? Geometry Wars 3. Das spiele ich immer mal so zwischendurch. Ist total schwer irgendwie, weiß auch nicht. Da so ein Glück, ne? Ich bin Purple Gem, ja. Ich glaube, hier sind auch so keine Kisten drin. Das heißt, wenn wir den haben, können wir einfach wieder. Hallo! Können wir einfach wieder abhauen. Ich glaube, ich lieg da richtig, ne? Also, wenn ich den jetzt habe, kann ich einfach wieder sterben. Ich meine, hier werden. Nitro-Kisten. Nichts richtig, okay. Machen wir das mal so. Wir wollen das ja hier auch nicht noch allzu lange in die Länge ziehen. Sieht doch so aus, als ob das alles schön flüssig laufen würde. Nee, ich will keine Leben. Wie glaube ich denn? 20? Oh, ist doch ein bisschen wenig. Na egal. Passt schon. Ein Checkpoint, das ist schön. Alle Kisten holen? Ich bin noch gerutscht. Oder gibt's ja noch eine Totenkopfplattform? Nein, wir brauchen die Leben nicht. So
überbewertet. Es ist so traurig. Es ist so traurig. Ich finde das nicht schön. Gar nicht schön. Es lebt. Ja. Und noch ein Checkpoint. Wunderbärchen. Wunderbärchen. Mal eine ganz blöde Frage. Für Crash Bandicoot 1 gab es ein DLC. Für Crash Bandicoot 3 gab es ein DLC. Gab es eigentlich auch eins für Crash 2? Leider nicht. Finde ich ein bisschen blöd. Schade. Hallo? Diesmal springen wir mal höher. Ja. Ein bisschen Tee. Oh. Ich liebe dich. Ich finde das so geil, wie der aussieht. Multikill. Ich hätte eigentlich voll Bock, mal wieder Dota zu zocken. Ich habe echt überhaupt keinen Bock, mich da wieder reinzufuchsen, weil ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was ich wann kaufen muss und so. Nee. First level of the die. Und alles wundervoll geholt. Komm, da gucken wir uns mal an. Oh! Ich habe erfahren, dass unsere Gegner für Dr. Nitrus Brio arbeiten, den Erfinder des Evolvo-Strahls. Brio war in der Vergangenheit für unsere Missverständnisse verantwortlich. Er zwang mich, ihn bei seinem Plan für die Weltherrschaft zu unterstützen. Und jetzt schlägt er wieder zu. Er wird versuchen, uns aufzuhalten. Pass auf, Crash. Um die Kristalle zu Engine zu bringen. Crash, Crash. Engine. Los geht's. Ein Level gemacht und dann direkt BÄM! Boss! Wie Dr. Cortex sagen würde, gib mir die 20 Kristalle, die du gesammelt hast! Ach ja, man muss ja drücken.
Der macht das so abgehakt. Warum? Da hatte ich ganz schön Glück. Bin auch doof, ne? Kaputt? Ja, schön. Warum fliegt der so weit nach außen, wo ich gar nicht treffen kann? Jetzt mach die Scheiße doch mal auf, Junge. Ich muss sagen, im Original ist er wesentlich angenehmer. Ich lese das gleich, was im Chat steht. Mein Daumen wird lahm. Das ist auch noch fragwürdig. Kann nicht sein, dass ich so lange für den Spacken hier brauche. Nicht so weit nach außen, Mann. Was soll die Scheiße? Ja. Aha. Ich mag Engine nicht. Ich hab sie noch nie gemocht. Der Arm ist schon mal kaputt. Der andere braucht, glaube ich, auch nicht mehr so viel. Schön. Boah. Wenigstens ist der eine Arm schon mal kaputt. Die. Ah, jetzt kommt sein komisches
Bauchnabelding, ne? Ja, das war ja... Das war ja ein Akt. Haha, heiß. Aua. Die ist heiß. Wer hätte es gedacht?